Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Diablo 4 und unserem Totenbeschwörer. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt hoffentlich gute Erkenntnisse und dass euer Bild mindestens genauso gut funktioniert wie meiner. Auf jeden Fall ist es ein Update zu unserem letzten Totenbeschwörer-Bild mit Minions, den ich ja vor schon vergangener Zeit mal online gestellt habe. Der hat auch recht gute Aufrufe erzielt. Alles gut und schön. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir hatten, glaube ich, bei diesem Bild, beim letzten Bild, Level, ich meine 38 gehabt oder vielleicht waren wir auch schon 40. Wir sind jetzt 50 und ich habe ab Mitte 40 mit diesem Bild extreme Probleme bekommen. Deshalb haben wir den etwas verändert jetzt. Ich zeige euch jetzt genau, was ich momentan trage. Ich habe kein Glück in dieser Welt mit unserem Totenbeschwörer an gutes Gear zu kommen. Es ist wirklich ein bisschen zum Verzweifeln. Auf jeden Fall bleibt als solches meine Rota zumindest. Bei den meisten Videos im Internet sieht man nämlich nicht, wie die Leute spielen. Und man sieht auch nicht, was sie entsprechend ausgerüstet haben, was ich sehr schade finde irgendwie. Aber gut, ich zeige euch auf jeden Fall alles, weil sonst ist das alles Käse. Also die Rota bleibt als solches die gleiche. Wir müssen leider wir benutzen weiterhin den Golem und Skelett erwecken. Wir wollen ja mit Minions spielen. Ich habe es mit dem Knochenspeer probiert. Bestimmt 4-5 Mal umgeskillt. Ich komme einfach mit der Spielweise nicht klar. Das ist nicht meins. Ich brauche meine Diener. Und deshalb bleibt als solches die Rota ganz klar. Wir spielen hauptsächlich mit dem Schnitter. Wahrscheinlich um ein, zwei Mal die Gegner ein bisschen zu pullen. Dann stürmen unsere Minions eh schon auf die Gegner los und und dann setzen wir letztendlich, wenn die ganzen Leichen eben platziert werden, setzen wir die Leichenexplosion ein und wenn unsere Minions da mal draufgehen sollten, was durchaus auch passiert, auch in diesem Bild, dann holen wir sie mit Armee der Toten wieder zurück. Aber ich habe ein paar Neuerungen in dem Bild. So, wir fangen mal an, was ich momentan trage. Und dann zeige ich euch, was ihr schauen müsst, was ihr tragt, welche Aspekte ihr benutzen müsst oder solltet oder könnt, welche allerdings mir auch noch verborgen sind, die ich noch nicht bekommen habe. Aber wir fangen ganz oben an. So, da fangen wir vielleicht mit dem Buch der Toten an. Ich spiele momentan mit den Plänklern, ganz klar hier mit plus einem Krieger mehr. Ihr könnt natürlich auch auf die Verteidiger setzen, gerade wenn man gegen Bosse kämpft oder so. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, bei den Plänklern zu bleiben, weil die einfach mehr Damage machen. Bei den Skelettmagiern ganz klar bleibt nach wie vor bei mir auch so, dass wir mit Frostmagiern, also mit Kältemagiern spielen, die eben hier entsprechend die Chance haben, dass sie eben den Gegner einfrieren können. Und bei unserem Golem habe ich mich jetzt für den Blutgolem entschieden, weil er mit der zweiten Option 25% Schadensreduktion hat, also 25% weniger Schaden bekommt und 50% aber mehr Schaden verursacht. Das finde ich ganz gut. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr es mit dem irgendwie mal schwieriger haben solltet oder der Boss recht zäh ist, könnt ihr auch auf den Eisengolem wechseln und dann geht ihr auf dieses hier. Das ist nicht schlecht, der Schmetterangriff, dass Gegner verwundbar werden, ja, aber diese Schockwelle ist auch ziemlich cool. Aber wie gesagt, Blut würde ich priorisieren. So. Also mein Gear ist Schrott, ja, sage ich gleich. Aufgrund dessen, dass wir im letzten Bild anders gespielt haben, hatte ich mein Gear halt entsprechend anders ausgerichtet und ich habe einfach kein Glück. Aber wir fangen mal ganz oben an. Ich trage momentan diesen Helm. Seht ihr, benötigt Stufe 35. Wie gesagt, wir sind jetzt Level 50. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Mit meiner Magierin habe ich tonnenweise Legendaries schon bekommen und hier kommt überhaupt nichts Gescheites. Egal. Wir müssen auf jeden Fall in allen unseren Ausrüstungsteilen, die wir tragen, müssen wir natürlich auf den Intelligenzwert setzen. Ja, ist klar, ihr wisst Bescheid. Intelligenzwert erhöht den Fertigkeitenschaden. Ihr solltet priorisieren Intelligenz, Willenskraft und natürlich die kritische Trefferchance wie den Trefferschaden auch. Allerdings mit diesem Bild haben wir natürlich den Schattenschaden, den wir
über Zeit beim Gegner verursachen und wir haben was Neues. Wir haben die Schattenseuche. Aber dazu komme ich gleich. So, dann haben wir hier einen Aspekt drauf. Eure Kälte-Skelett-Magier wirken alle 10 Sekunden einen Blizzard, der im Verlauf von 6 Sekunden 600 Kälteschaden verursacht und Gegner eine Höhe von 8% unterkühlt. Das ist ganz praktisch, weil die Range nämlich unfassbar groß ist. Meistens wird der Gegner von unseren Skelett-Magiern außerhalb meines Bildschirms schon angegriffen, wird also da schon unterkühlt. Und ja, und dann jagen wir unsere Minions im Grunde nur noch drauf los und dann machen die ihn platt. Also das kann ich ganz gut empfehlen, das ist ganz praktisch. Dann haben wir bei der Brust, ich gehe jetzt nur die Aspekte durch, Leute. Also ihr müsst einfach gucken, ihr seht es hier bei der Brust beispielsweise, was halt wirklich wichtig ist. Wir müssen Schaden über Zeit machen, was den Schattenschaden anbetrifft, was die Schattenseuche anbetrifft, was Dunkelheit betrifft. Weil wir ja auch wieder mit der Dunkelheit als solches in diesem Bild auch wieder spielen. Ihr müsst einfach die Werte pushen, 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 die euch Damage over Time bieten. Also Schaden über Zeit, die müssen einfach auf euren Ausrüstungs-Items drauf sein. Dort habe ich den Aspekt, der ist, wie gesagt, Schrott. Ich habe noch keinen besseren bekommen. Deshalb, ja, hier bekommen wir halt höhere Rüstung. Ja, ist aber sicherlich nicht so toll. Da gibt es bessere. Wie zum Beispiel, ich hab's doch da, warum lese ich es denn nicht vor, Mensch? Also, ich hab's mir ausgedrückt, weil ich kann mir das nicht alles merken. Passt auf, ihr habt. Also, ich habe momentan den Aspekt der Reanimation. Den habe ich drauf. Und zwar, muss ich gerade mal gucken. Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind. Maximal 20-30% nach 10 Sekunden. Muss ich gerade mal gucken, wo ich den drauf habe. Ich glaube, hier habe ich den drauf. Ja. Den habe ich, den Aspekt bekommt ihr im Aldorwald bei Skosglen. In der Eni könnt ihr euch entsprechend diesen Aspekt holen, verdienen, freischalten und dann auch nutzen. Der ist ganz praktisch. Das ist jetzt so ein, ja, wie soll ich das sagen? Es ist kein reiner Minion-Bild, so wie wir es vorher hatten in unserem ersten Bild, den wir gemacht haben. Wir haben hier im Grunde so ein Hybrid-Bild, würde ich mal sagen. Also wir versuchen natürlich, dass unsere Minions möglichst viel Damage machen, obwohl sie nicht besonders lange leben. Das kann man natürlich beeinflussen, indem man bei den Ringen beispielsweise darauf achtet, dass das Leben für unsere Diener erhöht ist. Ja, wir haben hier 17,2% maximales Leben und bei diesem gelben Ring habe ich auch nochmal 21,3% maximales Leben für die Diener. Damit könnt ihr das so ein bisschen steuern. Aber es ist, finde ich, schwierig, diesen Bild ja, an gutes Gear zu kommen, zumindest bei mir. Ja, so sieht es halt einfach aus. So, wir gehen mal hier weiter. Bei den Handschuhen habe ich kritische Treffer von Schnitter, also sprich unserer Hauptangriffsart sozusagen, womit wir auch die Gegner sozusagen pullen. Habe ich kritische Treffer von Schnitter, habe eine Chance von 10% unter dem Ziel eine Pestlache zu erzeugen, die 20% Bonusschaden verursacht. Dieser Effekt kann nur alle 3 Sekunden auftreten. Das ist, wenn es prockt, gar nicht so schlecht, weil wir dann im Grunde zwei Schadensarten über Zeit haben. Es ist ja einmal der Dunkelheitsschaden bzw. der Schattenschaden und dann eben noch die Pestlache. Ich hatte mal ausprobiert mit der Pest zu spielen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Also könntet ihr euch überlegen, also ihr macht dann im Grunde, ihr habt dann zwei Arten, dauerhaft zwei Arten, die euch Schaden über Zeit bieten, also ihr geht halt vom Schnitter einfach weg, mir gefällt der persönlich einfach sehr gut, ihr könnt aber auch hier reingehen in die Pest und geht dann in die verbesserte Pest und geht dann in die übernatürliche Pest, dass eure Diener Gegnern in Reichweite, die von Pest betroffen sind, auch nochmal 15% mehr Schaden machen. Auch möglich. Es ist nicht schlecht. Was mir nur nicht so ganz gefällt bei der Pest, dass das Geschoss
was wir da schießen, es fliegt nicht so schnell. Und ja, wir müssen halt zielen. Ja, und so. Ist jedem selbst überlassen, wie er das machen möchte. Wir spielen auf jeden Fall mit Schnitter. Und da gibt es dann einen entsprechenden Aspekt. Den findet ihr in den überfluteten Tiefen, auch in Skosglen. Und zwar ist das der Aspekt des stärkenden Seelenernters. Und dort habt ihr im Grunde, wie es hier eben auch steht, dass kritische Treffer von Schnitter eine Chance haben von 10% unter dem Ziel, eben eine Pestlache zu erzeugen, die halt nochmal Bonusschaden gibt. So. Es ist zu empfehlen, dass ihr diesen Aspekt nicht auf eure Waffe legt, sondern auf ein anderes Ausrüstungsteil, weil wir die Waffe doch relativ oft tauschen. Aber letztendlich, wenn, ja, wahrscheinlich eher tauschen als alle anderen Sachen, die wir tragen. So, dann habe ich hier, wenn wir im Elite der Gegner Schaden zufügen, erhalten wir eine Barriere. Ja, es ist, wie gesagt, es ist keine gute Ausrüstung, die ich trage, weil ich einfach nicht das Glück habe. Dann habe ich hier noch Glückstreffer drauf. Das sind im Grunde zwei Sachen, die gehören ausgetauscht. Hier habe ich momentan drauf auf meiner Waffe eben, wenn wir stillstehen, dass wir eben 10% mehr Schaden bis maximal 30% eben verursachen und ganz klar, ihr müsst bei den Ausrüstungsteilen wie Brust, Helm, Handschuh, Beine, Stiefel, solltet ihr die Reduktion von erlittenem Schaden über Zeit drauf fahren. Also da haut die Amethyste rein, ja, dass ihr einfach selbst nicht so hohen Schaden über Zeit erleiden könnt. Und auf eure Waffe haut ihr den Amethyst rein, dass der Gegner, ja, Schaden über Zeit bekommt. So, wie gesagt, alles nicht so toll, aber ich glaube, interessanter ist wahrscheinlich, wie wir geskillt haben. Das zeige ich euch gleich. Dieses Amulett habe ich jetzt gerade eben erst bekommen. Das ist soweit ganz nett. Es gibt unseren Diener nochmal plus 6% Angriffsgeschwindigkeit. Und ja, 3,5% Intelligenz ist jetzt nicht die Welt, aber haben auch 11,9% weniger Schaden durch entfernte Gegner. Für uns, ja, ist ganz gut. Und da haben wir einen Perk drauf, einen Aspekt drauf. Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind. Maximal 30%. Und das ist auch ein ganz cooler Aspekt. Den findet ihr... Das ist der Aspekt des rasenden Todes. Und ich weiß nicht, wo ihr ihn findet. Aber wie gesagt, Leute, ihr könnt das googeln. Ich habe es auch gegoogelt. Leider steht es bei dem Blatt nicht mit drauf. Und was den Schmuck angeht, genau, Waffen, Rüstung braucht die Amethyste. Und beim Schmuck, genau. Und beim Schmuck, sprich Amulett und die Ringe, nehmt ihr Diamanten rein, dass eure Widerstände gepusht werden. Meine sind momentan nicht so toll. Wie war es auch anders zu erwarten? Nee. Defensiv? Hier. Genau. Ja. Es ist Blitz und Gift ist katastrophal, sage ich mal. Aber es wird hoffentlich noch. So, jetzt aber. Fähigkeiten. So, wie gesagt, es ist ein paar kleine Änderungen sind jetzt vorgenommen worden. Ich bin mir nicht mehr sicher, was wir in dem ersten Bild vom Toten Beschwörer, wie viele Punkte wir da in den Zersetzer oder ins Zersetzen reingetan haben. Ich glaube, es waren mehr, aber ihr braucht hier nur einen Punkt reinsetzen, weil wir letztendlich über das Zersetzen, wegen der Zersetzung des Akolyten, eben erreichen, dass wenn wir den Gegner so, nee, das meine ich, verbessertes Zersetzen, wenn ein Gegner eben stirbt, also wenn er kurz vorm Abnibbeln ist, dann geht ihr über Zersetzen auf den Gegner drauf und könnt euch da entsprechend wieder 10 Essenz sichern. Essenz ist ja unabdingbar bei diesem Bild, müsst ihr immer schauen, dass ihr das einigermaßen gut hochhaltet, aber das schafft ihr mit diesem Bild. Dann geht ihr, wie gesagt, also hier mit einem Punkt rein, ein Punkt verbessertes Zersetzen, ein Punkt Zersetzung des Akolyten.
Dann seid hier unten. So, hier unten ist natürlich, also jetzt wie gesagt bei mir, der Schnitter mit 5 Punkten, der verbesserte Schnitter mit einem Punkt und der übernatürliche Schnitter, das kennt ihr bereits. Und wir haben das geschundene Fleisch auch 3 Punkte reingetan, weil wir natürlich viele Leichen brauchen, um dann entsprechend auch unsere Leichenexplosion zu zünden zu können. Da einfach 3 Punkte rein. So, in dem Leichenfertigkeiten und makabre Fertigkeiten Knotenpunkt geht ihr nach wie vor auf die Beherrschung von Skelettkriegern mit 3 Punkten. Und geht natürlich in die Leichenexplosion. Ja, so viel wie geht. Ich habe jetzt hier 7 von 5, weil ich ein Item habe, was mir 2 Ränge auf die Leichenexplosion gibt. Geht dann auf die verbesserte und hier natürlich auf die verpestete Leichenexplosion zwecks unserer Dunkelheitsfertigkeit. Des Weiteren geht ihr in die Bluternte mit 3 Punkten rein. Der Verbrauch einer Leiche erzeugt 6 Essenz. Ist gut, da kriegen wir wieder was zurück. Und ihr geht in kraftbringenden Tod rein. Ihr verursacht nach dem Verbrauch einer Leiche 6 Sekunden lang 9% mehr Schaden. Ja, das ist super. Auf jeden Fall machen. So, wenn ihr dann in den Fluchfertigkeiten sind, dann nehmen wir nur 2 Passive mit, wenn wir so wollen. Wir brauchen da nichts Aktives. Wir gehen in die Umarmung des Todes. Nahe Gegner erleiden durch euch 6% mehr Schaden und fügen euch 9% weniger Schaden zu. Das ist in dem Sinne ganz gut, weil wir sind jetzt Level 50. Wir sind zwar noch nicht im Endgame, weil ich die Story noch nicht abgeschlossen habe, aber wir müssen natürlich gucken, dass unseren Schaden, den wir bekommen, dass der eben nicht zu hoch ausfällt. Deshalb Umarmung des Todes. Dann geht ihr hier natürlich mit 3 Punkten in die Beherrschung von Skelettmagiern rein. Ja, könnt ihr machen. Solltet ihr machen. So, und dann haben wir hier unten bei den Dunkelheitsfertigkeitsschadenstypen habe ich jetzt momentan hier nur einen Punkt reingesetzt, damit wir, also diese 2 sind wichtig. Die Schwermut, wenn ihr Gegnern mit Dunkelheitsfertigkeiten Schaden zufügt, erleiden sie 2 Sekunden lang 6% mehr Schattenschaden durch euch und eure Diener. Bis zu 3-mal stapelbar. Und den Schrecken nehmen wir auch mit 3 Punkten. Dunkelheitsfertigkeiten fügen verlangsamten Gegnern 9% Bonusschaden und betäubten oder bewegungsunfähigen Gegnern 9% Bonusschaden zu. Diese Boni sind stapelbar und wirken sich auf den Schattenschaden eurer Diener aus. Ja, diese 2. Wenn ihr dann unten seid bei den ultimativen Fähigkeiten, da haben wir jetzt ein bisschen was. Ihr nehmt natürlich einerseits Armee der Toten mit. Ja, ist must have einfach. Das ist ja auch im letzten Bild so gewesen. Dann nehmt ihr hier Beherrschung von Golems, packt ihr 3 Punkte rein, weil ihr dann auf jeden Fall auf den, also Blutgolem würde ich halt empfehlen, dass ihr auf diesen dann entsprechend wechselt. Und hier geht ihr in den inspirierenden Anführer mit 3 Punkten, nachdem ihr mindestens 4 Sekunden gesund gewesen seid, erhaltet ihr und eure Diener 12% Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das ist super. Und natürlich in den versessenen Kommandanten. Eure Diener verursachen 30% mehr Schaden, solange ihr in der Nähe seid. Deshalb auch immer wieder gucken, dass ihr eben ja, mit euren Minions nach vorne stürmt. Am besten euch in die, ja, in die Dunkelheit wagt, sage ich mal, wenn ihr dann Leichenexplosion zündet und ja, eben dieser Dunkelheitseffekt dann auch auftritt. Selbst wenn ihr euch selber nicht mehr seht, seid ihr relativ safe. Und der Gegner bekommt Damage ohne Ende und eure Diener verursachen 30% mehr Schaden, weil ihr halt mehr oder weniger neben ihnen steht. So, dann haben wir hier, ihr geht noch mit einem Punkt in Essenz gebunden rein. Alle 5 Sekunden erhaltet die Heilung eures Skelettpriesters, eure Skelette um zusätzlich 20% ihres maximalen Lebens. Wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, ja Skelettpriester, wie kriege ich denn Skelettpriester her? Ja, werdet ihr lachen, ich wusste es auch nicht. Es stand irgendwann mal in einem Tooltip. Wenn ihr alle Skelette gecastet habt, also beschworen habt, und wenn die alle da sind und ihr dann nochmal auf Skelett erwecken klickt, wird in der Regel, zumindest hat das dieser Tooltip gesagt, wird ein Skelettpriester beschworen. Ich finde persönlich, wenn ich habe es mir dann angeguckt, ich kann da keinen Unterschied feststellen, aber es soll wohl so sein. Deshalb gehen wir hier mit einem Punkt rein, dass wenn unser Priester eben heilt, dass er eben 20% zusätzlich heilen kann. Und ihr geht hier in den Widerstand des Todes mit einem Punkt.
Je nachdem, wie ihr oben geskillt habt, könnt ihr hier natürlich auch mit zwei oder drei Punkten reingehen. Einer langt in der Regel. Eure Diener können durch eine einzige Schadensinstanz nicht mehr als 70% ihres maximalen Lebens verlieren. Bedeutet, wenn eure Diener halt geschlagen werden oder wenn sie halt einen Schlag abbekommen, dann können sie halt durch diesen Punkt, den wir gesetzt haben, nicht sterben. Aber wie gesagt, wenn sie dann nochmal geschlagen werden, dann können sie wieder sterben. Ja, es geht um einen Schlag sozusagen, den sie kriegen, dass sie halt, wie beispielsweise bei dem Boss oder so, eben jetzt nicht instant sterben, sondern dann eben nicht mehr als 70% ihres maximalen Lebens verlieren. So, und hier haben wir gewechselt. Wir waren vorher im letzten Bild auf Kalans Edikt. Das brauchen wir nicht mehr, weil es uns keinen besonderen Vorteil bietet. Warum, sage ich euch gleich, weil wir da einen ganz anderen Skill, einen ganz anderen Aspekt noch brauchen, der uns dann auch wieder mehr Vorteile bringt. Aber wir haben ja letztendlich hier schon, hier haben wir ja schon die 12% Angriffsgeschwindigkeit. Dann hatten wir irgendwo, glaube ich, auch noch mal. Moment, wo war das? Wir hatten die 12%. Nee, schon richtig. Genau, wir hatten die 12%. Gut, wenn man das hier skillt, dann habt ihr ja, wisst ihr, wir haben ja mehr als 7 Diener. Das heißt 30% Angriffsgeschwindigkeit plus 12, dann hättet ihr 42. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen Hybridbild. Die Diener alleine werden es nicht richten und schon gar nicht ab Level 50. Es wird leider zu schwer. Inwieweit Blizzard hier genervt hat, ja, finde ich ein bisschen krass, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist mittlerweile, es gibt nicht so viele gute Builds. Also es gibt ungefähr drei gute, wirklich sehr, sehr gute Builds, was den Totenbeschwörer angeht. Aber das ist alles nicht so leicht, mit diesem Charakter zu spielen. Auf jeden Fall, ich bin aus Kalans Edikt rausgegangen und bin in die Schattenseuche gegangen, weil ich einen Aspekt bekommen habe, der die Schattenseuche im Grunde pusht. Schattenschaden infiziert Gegner 2 Sekunden lang mit Schattenseuche. Ihr und eure Diener fügen Gegnern mit Schattenseuche 10% Bonusschaden zu. Jedes 10. Mal, wenn ein von Schattenseuche betroffener Gegner durch euch oder eure Diener Schattenschaden erleidet, erleidet er zusätzlich 293 bis 358 Schattenschaden. Und das merkt man enorm, wenn die Gegner in unsere Lacke im Grunde reinlaufen, dann tickt das ganz schön schnell runter. So, wie gesagt, es ist so spielbar jetzt. Wir werden auf jeden Fall, ich werde euch auf jeden Fall ein Update geben, wenn wir dann auch entsprechend die Paragon-Punkte gesetzt haben. Wie gesagt, ich bin erst 50 geworden, ich habe erst einen gesetzt. Im Grunde ist das aber auch selbsterklärend, wie das dann hier funktioniert. Ganz klar, wir müssen unseren Int-Wert pushen. Wir müssen aber auf jeden Fall, was die Essenzerzeugung angeht, auch unsere Willenskraft pushen. Und wir brauchen, wie gesagt, auf den ganzen Items, die wir tragen, brauchen wir unbedingt diesen Schaden über Zeit. Am besten noch, was die Dunkelheit angeht. Ich hoffe dennoch, dass dieser Bild euch weiterhilft. Wenn ihr da irgendwo noch Verbesserungsvorschläge habt, dann lasst es mich gerne über die Kommentare wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch der Bild gefallen hat, die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Mitte 50 sind, wie es dann so läuft. Dann wir dann sicherlich auch mit der Story soweit fertig sind, dass wir im Endgame sind. Und ich denke mal, dann müssten wir höchstwahrscheinlich entweder das G haben oder nochmal umskillen. Man wird sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.